Hallo, willkommen bei Destiny Bluestar. Grüßt euch! Heute geht's um den weltersten Buff- und Debuff-Guide in Deutsch. Ihr habt euch bestimmt schon öfter mal die Frage gestellt, wie viele Charaktere gibt es, wie viele Buffs und wie viele Debuffs? Die Frage habe ich mir auch gestellt. So, es sind ungefähr ca. 230 Charaktere mit ungefähr 50 Debuffs und über 60 Buffs. Welche Charaktere haben welche Buffs und welche Charaktere haben welche Debuffs? Da kann man ziemlich schnell mittlerweile bei Star Wars Galaxy of Heroes durcheinander kommen, bei solch einer großen Anzahl. So, und dann haben wir noch das Problem Conquest. Im Conquest haben wir öfter eine bestimmte Aufgabe, wie zum Beispiel Ability Blocks, Fähigkeitsblockade. Setze 200 Mal Fähigkeitsblockade. Oder Heilungsresistenz, hier und da. Welche Charaktere können das? Welche Charaktere können dies nicht? Das ist immer die Frage. Welche Charaktere habe ich, die das können? Einen, zwei, drei, ja, kenne ich. Aber wenn ich die jetzt benutze, ist die Energie relativ schnell aus. Das heißt, ich muss wieder warten. Oder ich gucke einfach jetzt in meinen Guide und sehe, ach, dieser Charakter hat das ja auch noch und diese auch. Das ist relativ hilfreich. So, und wir können den Conquest wesentlich schneller beenden. Deswegen habe ich diesen Guide für euch und für mich erstellt. So, wie ist dieser Guide aufgebaut? Der ist so aufgebaut. Als allererstes zeige ich euch das Symbol. Dann, wie dieses Symbol heißt, also diese Icon. Dann, welche Fähigkeit steckt dahinter? Hier zum Beispiel, Luke ignoriert während seiner Runde Provokation und hat plus 50% Präzision, plus 50% kritische Trefferchance und plus 50% kritischer Schaden. Kann nicht entfernt oder vermieden werden. Welcher Charakter ist das? Aha, Commander Luke Skywalker hat diese Fähigkeit. Wunderbar, sehr gut. So, damit ihr aber dieses Video jetzt nicht von Anfang bis zum Ende gucken müsst, um jegliche Buffs zu sehen, habe ich... So, hallo, ich zeige euch jetzt mal nochmal, wie ihr diesen Guide im Prinzip benutzt. Also, wie gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Hier in dieser Videoleiste habt ihr jetzt im Prinzip von Kapitel zu Kapitel. Ihr könnt jetzt im Prinzip aussuchen, welche Buff ihr sucht. Hier zum Beispiel Gesundheitsentzug. Dann drückt ihr auf den Gesundheitsentzug. Oder Immun gegen kritische Treffer. Immun gegen kritische Treffer. Oder es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar, hier unten sind aufgelistet. Wie ich eben schon gesagt habe, alle Buffs sind hier aufgelistet und mit Zeitleiste. Das heißt, ihr drückt hier im Prinzip auf Hass. Dann seid ihr bei dem Buff Hass. Oder wir nehmen Beskar-Rüstung. Dann sehen wir hier den Buff Beskar-Rüstung. So, es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit. Und zwar steht hier Kapitel. Jetzt könnt ihr im Prinzip von Kapitel zu Kapitel auch hier genau aussuchen, welches ihr sehen möchtet. Wie zum Beispiel kritische Chance. Dann sind wir direkt auf kritische Chance. So einfach geht es eigentlich. Also, wenn ihr bestimmte Buffs sucht, so findet ihr die Buffs und dann könnt ihr euch genau anschauen, wer welchen Buff besitzt und könnt dies dann auch super nutzen. So, ich würde sagen, lasst mir jetzt bitte noch ein Daumen da für diesen absolut geilen Guide, den ich für euch und für mich erstellt habe, damit das Conquest-Geeier ein bisschen schneller vorangeht. So, ich würde sagen, wir starten.